Stein plus Redstone, Redstone Fackel. Ich glaube, das wird clean. Dann muss ich jetzt Cleanstone braten. Eieiei. Das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Ich mache erstmal Fackeln. Ihr legt Ja, ich wollte los. gerade anfangen, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft LPT mit der Little Miss Lia. Hallo. So, ja, wie ihr seht, mein Inventar ist hier ein bisschen durcheinander gekommen, weil mich dieses blöde Skelett hier letztens noch abgeschossen hat. Ich habe das aber schon wieder eingesammelt und ja, jetzt legen wir direkt wieder los. Ich möchte noch weiter ein bisschen Erde klatschen, glaube ich. Ist zwar ein bisschen langweilig, weil es jetzt die zweite oder dritte Folge in Folge ist, wo ich nur am Erde klatschen bin. Aber ich möchte mir jetzt einfach ein bisschen schöner hier machen, die Landschaft, dass ich hier mal richtig anfangen kann mit dem Haus bauen. Ja, ich mach gerade Stickies weggeworfen. Ich mach gerade weiter am Feld. Ich muss jetzt Kobbel mir besorgen, damit ich die die Repeater noch machen kann. Und ja, dann wäre ich eigentlich auch schon so weit, dass wir auch dann, wenn ich das dann endlich mal habe, dass wir dann auch mal ernten können. Ja, weil die erste Ernte wird jetzt dann langsam auch wichtig, weil wir echt ja, bald vor allem wird es auch Nahrungsprobleme Zeit, wieder das ist haben. ja eigentlich auch ziemlich, bis auf ein paar Möhrchen hier unten sind die eigentlich auch schon alle reif. Also das könnten wir eigentlich jetzt gleich wirklich im Anschluss machen. Ich gehe hier in die Höhle nochmal rein, weil hier so viel Stein ist. Oh, mir juckt die Nase. Was wir auf jeden Fall auch noch machen könnten, wo wir uns noch umschauen müssen, wie es funktioniert, sind Trichter. Trichter? Man kann Ach, Trichter. Trichter? Noch gar nichts mitgekriegt. Wenn es die ganzen Sachen hier runterspült, kann man quasi unten eine Reihe Trichter dran bauen. Und dann sammelt es die ganzen Items in den Trichter rein und dann in die Kiste direkt. Mhm. Ja, unten ist ja die quasi die Auffangrinne. Ja, aber so liegt es halt könnten... drin und du musst es separat einsammeln, aber mit dem Trichter transportiert es direkt in die Kiste. Dann hau mal rein, ne? Ich weiß nicht, wie man die Trichter macht. Ich auch nicht. Das sind bestimmt die Dinger, die Ines für Waschbecken immer verwendet im Creative-Modus. Nein, das sind Kessel. Die sehen aber auch aus wie komische Trichter. Ich habe ja jetzt leider kein Internet nebenbei offen. Also klar, Internet schon, aber halt. Da müsste ich jetzt mal kurz aus dem Spiel rausgehen, um Trichter zu googeln. Ja, das musst du ja nicht. Kannst du mir ja nachher schicken. Oder du craftest es einfach gleich ein und zeigst es mir dann. Ja, wenn ich denn wüsste, wie der geht, dann würde ich dir den craften und dann zeigen. Muss ich ihn jetzt googeln, ja? Nee, warte, ich google. Du googelst in deiner Folge schon immer deine Sachen, ich google meine Sachen. Dann google du deine Sachen. Nicht, dass dann sich deine Leute irgendwann beschweren, so, hey. Die guckt viel zu viel nach auf dem Handy. Das ist kein Minecraft Let's Play. Die ist voll der Noob, ey. Das ist kein Minecraft Let's Play, das ist Minecraft Wiki Let's Play. Okay, ja, ich gehe mal kurz aus dem Spiel raus, ich muss das gerade schnell googeln. Hast du dein Handy nicht dabei? Nein, das ist gerade unerreichbar für mich. Siehste? Steht der da? Ja, weil du nicht so da gestanden bist. Nimmt der jetzt eigentlich weiter auf? Ja. Yep. Willst du im Spiel nochmal aufnehmen oder das Google-Fenster? Trichter! Okay, und wo ist jetzt das Crafting-Rezept? Tatsächlich. Tatsächlich, man muss Cleanstone dafür haben. Ey, das ist doch jetzt behindert. Für so einen Trichter brauchen wir 5 Eisen und eine Truhe. Eine Truhe? Eine Truhe? Das Wort, das klingt mir auch noch im Ohr. Von einer anderen Folge. Hä? Vom Schneiden her so. Truhe? Mach eine Truhe? Weiß ich nichts davon, ey. Nicht? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann kam so... Wieso verarschst du mich? Ich verarsch dich nicht. Da gewinnt man sich halt dran, wenn man mit jemandem sprecht. Ich weiß es echt nicht mehr. Oh Gott. Ich kuschel mich gerade in meine Decke ein. Mir ist nämlich arg kalt gerade. Okay, ja. Habe ich jetzt Eisen noch dabei? Ja, ich habe noch Eisen dabei. Und? Was war das? Mein Stuhl quietscht. Tolle Ausrede.
Ah, Mann, ist jetzt nicht so doof, ich hab... Ach, egal, so. Ich bin jetzt eingekuschelt. So ein bisschen. Hier habe ich Holz. Okay, eine Kiste. Ist die Hexe eigentlich noch da? Nee, ne? Nee. Oh, jetzt muss ich ja voll warten, ey. Mann. Tada! Was ist tada? Ich habe einen Trichter. Das ist schön. Wir brauchen, glaube ich, auch bloß einen. Das weiß ich nicht. Ich brauche mir aber jetzt 8 von diesen blöden Repeatern. Dann mache ich mir noch kurz einen Eimer. Ein Eimer? Eimer? Machst du Eimer? Ich brauche auch noch einen. Ah, ich könnte ja bei der Gelegenheit, solange das ja noch rumbrötschelt, mir jetzt schon mal das Gravel einpacken. Ich nehme mal vorsichtshalber ein bisschen mehr mit, weil ich nicht weiß, wie viel ich brauche. So, wie weit bist du hier? Ich? Nee, das ist der blöde Ofen hier. Ach so. So, habe ich nicht noch einen Eimer da? Also ich hatte mal einen Eimer. Ja, ich glaube nicht. Ich möchte meinen eigenen. Ich weiß aber nicht, wofür ich den gebraucht habe. Vielleicht steht er unter dem Bett als Nachttopf. Ach, für das Feld hinten, für das Wasser an den Seiten hatte ich den gebraucht. Boah, Ofen, mach doch mal schneller, ey. Jetzt mach ich hier jeden scheiß Kack-Repeater einzeln. Jetzt musst du den mal wegstecken. Okay, ich muss dein Feld ein bisschen modifizieren. Bitte? Ja, ich reiß erstmal alles ab, nein, Spaß. Ich komm dann gleich da hin und verprügel dich mit meinem Eisenschwert. Okay, hier ist ja die Rinne. Die Auffangrinne hast du übrigens auch noch nicht fertig, gell? Die ist da unten fertig, natürlich. Hm. Muss da kein Wasser rein. Achso, ja, das fließt von oben runter, okay. Richtig, dann hängt das da unten. Du musst halt nur gucken, wie weit die, wie es unten aussieht, ne? Dass die Auffangrinne nach unten dann noch endet. Weil ich glaube, die Höhle unten, die ist nicht so lang wie das Feld oben. Müsstest du bis dahin noch ausbauen. Okay, ich überlege mal gerade, wie ich das mache. Boah, noch 2 Repeater, ey. Noch 2 Stück, dann habe ich es geschafft. Vielleicht mache ich einfach mehr Trichter. Wie geht nochmal ein Schalter? Ein Holz und ein Stab vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Bitte, was? Mach einfach einen Knopf. Nee, ich brauche ja so einen... Jetzt habe ich echt einen Knopf gemacht, ey. So ein Kippschalter, ich guck nochmal schnell. Ich laufe hier gerade nur auf und ab und habe keinen Plan. Ja, sehe ich. Mann, warum weiß ich denn hier nichts mehr? Ich habe das so oft gebaut schon alles, nur und jetzt alles weg. Minecraft. Ja, wie gesagt, ich war nur auf der PS3 hauptsächlich unterwegs. Ich habe hier... Ja, da war ja alles fertig schon. Ja, eben. Man musste nur ein paar Materialien dabei haben und dann war das fertig. Hier, Hebel. Herstellung. Oh... Ein Kobbel und ein Stock. Also unten Kobbel und jo, alles klar. Hab ich. Und mein Cleanstone ist auch fertig. So, dann kann ich meine restlichen 2 Repeaters noch machen. Vielleicht brauche ich das gar nicht so tief. So, jetzt komme ich erst mit meinem Eisenschwert und verprügel dich. Machst du? Nein. Du musst alles kaputt. Solltest du mich erstmal finden? Ich habe dich ja schon gesehen. Wo? Dein Name blitzt da unten durch. Wo denn? Ja, da, hier auf der anderen Seite. Den kann man sehen? Ist so ein bisschen doof, dass das hier so mitten im Eingang ist. Ne? Vielleicht mache ich die Treppe ums Eck. Du siehst meinen Namen? Ja, vorhin habe ich ihn gesehen. Ja, und jetzt? Ja, jetzt bin ich an der Treppe am Bauen. Weil das mir hier überhaupt nicht gefällt. Oh Gott! Kommst du denn her? Was denn? Ja, der Zombie unter der Treppe. In der Treppe eingebaut. Alter, ey! Was zur Hölle? Erstmal hier Koppel hinsetzen. Wo sind denn jetzt die Treppen hin, die ich abgebaut habe, da?
Und hinten mich voll konzentrieren, weißt du? So, also kann ich hier das Wasser rauskommen lassen oder hättest du... Wie ist denn dein Plan? Mein Plan? Ich hab keinen Plan. Also hier kommt... Also hier ist die Treppe quasi nach oben. Hier muss nur eins noch weg hier. Warte, ich brauch eine Axt. Das muss auch noch weg, ne? Mein Plan ist, dass ich das jetzt hier erstmal durch Kobbel ersetze. Und dann müssen wir oben ein bisschen Erde hinsetzen. Das sieht so bescheuert aus. Hier kommt auch noch Kobbel hin. So, dann geht's hier ums Eck. Das ist schön. Also, wo bist du denn jetzt? Komm mal her. Gleich. Ich brauche noch mehr Wasser. Oder ne, ich kann ja das vielleicht wegmachen. Genau. Okay. Hab's gleich. Ne, das funktioniert, glaube ich, trotzdem nicht so ganz. Ich muss noch eins höher. Sollte ich. Ja, was denn? Ja, hier ist jetzt die Treppe, ne? Weil hier sonst wäre man genau hier reingelaufen. Das wäre ein bisschen scheiße. Mhm. Und ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen, verlege hier noch ein bisschen Strom. Ein bisschen schöner, nicht so dämlich hier. Und so vielleicht. Mach dann hier den Schalter hin. Jo, das läuft auch wunderbar hier. Also ich hätte hier oben echt gar nicht so viel wegmachen müssen, glaube ich. Ich muss das hier noch was langsamer machen, weil sonst sind die Pistons weg. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Die Gravel. Das sehen wir ja dann gleich. Im Test. Ja, ich teste ja schon die ganze Zeit. Jo, das sieht ganz gut aus. Was machst du denn da jetzt an der Treppe? Ja, dass da keine Leute reinkommen, wenn du hier unten am Working bist. Habe ich einfach mal zugemacht. Ach so. Hier kommt eh nichts rein, weil hier kommt noch ein Häuschen drauf. Mit einer Türe. Ein Klohäuschen? So ungefähr. So. Ja, dann bin ich hier unten eigentlich. Bis auf die Kisten. Was ist denn das jetzt hier? Ja, warte mal. Huch! Mann, du bist immer hinter mir, ey. Oh, Mann. Immer diese Mini-Schocks. Hä, wieso fließt das Wasser da nicht weiter? Hä? Ah, jetzt da. Es war etwas... Da hat ein Zombie ein Schwert. Ein Eisenschwert. Ey, das will ich haben. Dö. Was der einmal geschlagen hat. Ey, das droppt der Arsch nicht mal. Oh, Mann, ey. Unfassbar, solche Leute. Nichts passiert. Ja, ich bin oben das Häuschen am Bauen. Das Klohäuschen. Wie geht denn es jetzt mit den Dingern nochmal? Weiß ich nicht. Ups. Ich habe ja noch nie einen Trichter gebaut. Doch. Vorhin. Ich meine. Nein. Nicht? Der war so lustig. Ja. Voll. Wo ist denn hier... Alter, rennt der mich hier voll rein, ey. Mann. Haben wir hier keine Werkbank? Nein, noch nicht. Oh, kannst du jetzt mal aufhören damit, ey. Du bist jetzt selber schuld. Da kommt ein Zombie. Und der will kuscheln. Ja, mit dir. Ja, will der wirklich? Ich weiß, dass ich seinen Kumpel umgebracht habe. Haben wir keine Werkbank irgendwo? Nein, die nächste ist deine. Soll ich dir eine kraften? Hab ich schon. Dann höre ich da wieder mit auf. Der nächste Zombie. Ey, egal, dann kann ich unten eine Tür machen, schnell. Was die denn ist hingestellt? Ich hab sogar noch eine Türe, glaube ich, und meine Kiste irgendwo. Ja, ich baue jetzt eine. Aber kommt nicht ein Zombie von oben? Holztür? Wieso schiebst du mich?
Alter, wieso schiebst du mich? Tu ich gar nicht. Da kommt ein Zombie, ne? So nebenbei. Ach Mann, was machst du? Hör mal, du hast den ganzen Redstone kaputt gemacht. Hab ich gar nicht. Doch, hast du wohl. Nein, hab ich nicht, das war doch das Wasser. Natürlich, na klar. Erzähl doch keinen Scheiß, ey. Ja, das Wasser war's. Ja, ja. Weißt du, die ganze Arbeit dreifach, ey. Alter! Piss dich. Ja, wenn du mich beschuldigst, dass ich's war, dann kann ich auch weitermachen. Jetzt hör doch mal bitte auf damit, Mann. Meinst du, mir macht das Spaß, alles dreimal zu machen? Macht's nicht. Nee. Okay, dann lass ich. Danke. Ja, dann baue ich halt hier wieder den Schutzwall auf, so. Vorerst, bis es fertig ist. Okay? Bitte. Ey, den wollte ich nicht. Hast du noch eine Kobbeltreppe vielleicht? Nee. Willst du eine? Ich hab nur noch 4 Kobbels. Kann ich keine machen, leider jetzt. So. Ich hab. Okay. Erde, so. Seit wann bekommt man denn bitte schon 3 Türen? Ja, das ist doch mit dem Update gekommen, wo... Jetzt habe ich 3 Eisentüren. Die kein Schwein braucht. Es müsste so, denke ich, funktionieren. Wie ich es jetzt gebaut habe. Hoffe ich zumindest. Ach echt jetzt, das kann ich hier nicht das Ding hinsetzen. Muss ich die Hütte noch eins weitermachen? Man kann das mit den... Oh Mann, du scheiß Zombie, ey! Stirb! Bitte. Was wolltest du sagen? Mit den Trichtern kann man das normalerweise noch viel besser bauen, dass die Sachen sogar geordnet werden. Aber da habe ich echt keinen Plan. Okay. Ich muss jetzt erstmal das Hütchen hier noch eins weiterbauen. Ach so, oh. Du hast eine Spinne da. Brauchst du Hilfe? Nö. Gut. Was hast du denn hier gebaut jetzt? Gar nichts. Ich wollte den Kobbel abbauen und habe ich gemerkt, da unten geht's ja weiter. Das, ja, hier ist auch ein bisschen doof gelaufen, aber ich glaube, das müssen wir dran lassen. Können wir aber auch umranden so ein bisschen noch vielleicht, dann sieht es nicht ganz so schäbig aus. Warte mal. So vielleicht? Ist schlimm, wenn man nichts mitnehmen kann. Wieso kannst du nichts mitnehmen? Das ganze Inventar voll ist. Ach so, mit was? Mit Müll. Ah. Spinnenauge. Blümchen. Ja, jetzt könnte ich aber eine Tür bauen hier, glaube ich. Jo, sehr schön. Mit Fenster sogar. Schick. So, wir bräuchten noch ein paar Kobbel-Dinger. Treppchen. Nicht Treppchen. Wie heißen die? Stufen? Brauche ich, glaube noch mehr. Ja, das ist ein sehr guter Mechanismus, der funktioniert. Oh, das war ein bisschen zu viel. Egal. Hm? Wie kommen wir jetzt hier raus? Da ist ein Knopf. Ach so. Aber ich würde eher außen einen Knopf machen, weil außen können die Zombies auch auf die Druckplatte drauflaufen und rein, ja, in die Hütte. Können die das? Ja. Das reicht sogar am Lip. Mach die nochmal kurz hin. Was? Die Druckplatte.
Nee, jetzt habe ich sie weggemacht. Sollte ich dir was zeigen? Ja, da ist er doch. Mach die Tür nochmal hin. Das reicht nämlich bei einer Druckplatte sogar, ein Item drauf zu werfen. Na toll. Das ist ja Verarsche. Wollte ich uns Zeit sparen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Druckplatte auch innen hinlegen kann. Nö, kann ich nämlich nicht. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. Ja, müssen wir von außen und von innen Knopf machen. Weil, geht ja jetzt nicht anders. Und von außen sieht ein bisschen schäbig aus. Hast du jetzt irgendwie noch einen Gang aufs Feld gemacht? Ja, eine Türe, meinst du? Aha. Ja. Ach, da. Da hast du den gebaut. Ja, dann baue ich jetzt... Ih, ein Spinnenauge. Jetzt habe ich das aufgenommen. Dann baue ich jetzt den, Gravel unten rein. Es sind die Pistons aber nicht hochgefahren, ne? Dann nochmal runter, Pistons hochfahren. Weil sonst bringt uns das Ganze ja überhaupt nichts. Da wäre ein Aufzug wichtiger. Hä? Wäre ein Aufzug wichtiger. Ja, aber. Müsste ich echt machen, ey. Hätte ich jetzt mit Wasser gearbeitet. So, jetzt baue ich aber das Gravel da rein. Weil jetzt haben wir ja auch die perfekte Höhe. Ach, guck mal. Ist gar nicht so viel Gravel, was ich hier brauche. Wenn wir jetzt hier Wasser vernünftig hinmachen, bleibt das Wasser sogar hier. Dann müssen wir es nicht immer wieder nachfüllen. Das überlasse ich dir. Du bist die Technikerin hier. Ich hau es mal ein bisschen Erde aus meinem Inventar. So. Brauch ein bisschen Platz. Jetzt wollte ich gerade nochmal eine Andeutung machen, aber ich lasse es jetzt nochmal. Ich brauche einen Eimer. Habe ich in der Truhe jetzt. Nein, habe ich dabei. Also steht hier eigentlich eine kleine Kiste. Hier weiß unten. Nicht, die ist von dir, glaube ich. Oder von Ines. Ich reiß die mal ab, dann können wir die unten in das Dings hinstellen für die Samen und so weiter. Wo hast du den Eimer? Hier. Wo sind deine Eimer eigentlich hin? Ich bin am Verhungern und ich habe kein Inventar mehr frei. Ich hatte, ich glaube, das ist in der Kiste den einen, den ich da hatte. Kiste, Eimer. Immer dieses blöde Kackauge, ey. Mann. Hier müssen wir auch noch zubauen, ne? Diese komische kleine Höhle da. Ja, da bin ich noch ein bisschen Erde am Abreißen eigentlich. Ja, die ist eigentlich auch ziemlich cool, weil die halt unten zum See führt. Die könnte man vielleicht so als Durchgang machen. Für was auch immer. Na. Ich glaube noch drei. Was machst du hier? Ich finde es hier noch nicht so schön. Ich glaube noch dreimal muss ich laufen. Oder zweimal noch. Ja, wieso macht denn das? Hä? Ja gut, einmal muss noch laufen. Ja, vielleicht auch zweimal, ich weiß es noch. Nein, einmal reicht. Gib mal den Eimer, gib mal den Eimer, gib mal den Eimer, gib mal den Eimer. Gib mal den Eimer. Den hab ich doch. Ah gut, ich hab ihn jetzt. Guck, hier hast du jetzt einmal ganz außen Wasser gesetzt. Dann setz ich an dritter Stelle Wasser. Und dann müsste ich am zweiten rausnehmen können. Das ist nämlich jetzt schon eine unendliche Quelle. Guck. Ist es still? Ja. Es ist still. Ja, sollen wir eben ernten oder willst du ja noch eben schnell fertig machen? Ich hab eh nicht mehr. Ich hab gar keinen Koppel mehr. Ich wollte hier noch mit Koppel ein bisschen schöner machen. Hier, 39, hier bitte. Da. Okay. Und dann wollte ich nämlich noch ganz kurz. Warum ist die Fackel jetzt abgegangen? Dann versetzen wir nämlich das Tor doch wieder darüber. Einfach nur, weil es jetzt da drüben fast schön ist. Aber ich glaube, das sollte man jetzt ein bisschen höher machen. Jetzt setze ich einen Zaun hin. Ich muss noch nicht gehen, muss ich noch eins höher dann.
Aber das machen wir uns schon noch schön hier. Ich bin gerade dabei, wie du vielleicht siehst. So erstmal. So wollte ich eigentlich ins Höhe machen. Egal. Meine Schaufel ist vielleicht kaputt. Geht's, ja? Nee, geht nicht. Okay. Ich baue jetzt einfach nur so ein bisschen peu à peu, aber Hauptsache, also jetzt in welche Richtung weiß ich noch nicht, aber Hauptsache der Weg ist schon mal halbwegs fertig. Sieht auch nicht aus. Scheiße. Schau her, eine Trampelfahrt. Naja, ich lasse es mal so. Und? Unser erster Weg. Schön, schick. Dann würde ich aber hier vielleicht noch einen Kies hinsetzen, oder? Wo? Hier. Nee, das ist ja schon wieder Bauwerk. Jetzt hast du das Bauwerk kaputt gemacht. Ja, aber dann wäre der Weg halt schöner zur Tür. Nee, aber das ist so richtig. Mach hier aber noch Koppel rein oder Erde. Ja, das habe ich ja gerade weggemacht, die Erde. Ja, aber so momentan geht der Weg ja noch nicht weiter, weißt du? Ja, okay. So sieht man halt hier das Wegende, okay, da rein. Ah, okay. Okay, ich bin mit dem Feld soweit, denke ich, auch fertig. Jetzt haben wir aber den Schalter unten, ne? Ja, passt doch. Ja, stimmt, unten ist ja die Erntemaschine. Und unten haben wir den Trichter. Ich hoffe, dass mit dem Trichter funktioniert. Ja, dann auf geht's. Wollen wir mal ernten, wa? Oder du guckst von unten, ich guck von oben. Ja, okay. Dann können die Leute nämlich auf beiden Kanälen was gucken. Ja, ich sehe ja nicht viel. Ne? Eigentlich würde ich sagen, soll ich den Hebel drücken, aber nachdem das ja deine Erfindung ist. Ja, das heißt Erfindung, ne? Dein Konstrukt. Mein Konstrukt. Ja gut, dann lege ich jetzt den Hebel um. Was soll denn passieren hier unten? Ja, das Wasser, was ich hingelegt habe, das spült dann quasi die Items runter. Der Trichter sammelt die Items auf und schiebt die direkt in die Kiste rein. Ah, okay. Dann werde ich jetzt den Schalter umlegen. Jupp, ich bin soweit. Ich dreh mich um. Ich will die Pistons da vorne sein. Okay. Pistons gehen runter. Ja, wird alles weggespült. Aber das Wasser fließt nicht weit genug. Nein, was? Echt jetzt? Ja. Dann müssen wir eine Reihe abmachen. Nein, zwei. Zwei? Ich glaube, ich spinne. Ja. Aber das machen wir, denke ich, in der nächsten Folge. Wo ist jetzt die Tür hin? Neben dem Gebäude wieder. Ah. Ja, dann sag mal, weil wenigstens auch scheint das alles ein hier, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, hab ich schon. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sind ja eh schon über eine halbe Stunde inzwischen wieder. Echt? Och Mann, ja, ey. Wahnsinn, wir sind voll drin gerade. Ja, auf jeden Fall lasst einen Kommentar, eine Bewertung da. Wenn euch die Folge gefallen hat, ist zwar jetzt ein kleiner Fail hier noch am Ende passiert, aber wir sind gut vorangekommen, würde ich sagen. Gott. Ja, wir sind gut vorangekommen. Wir wissen doch, was wir jetzt machen müssen. Huch! Was war das denn? Ja, da muss nochmal ein Zaun hin, dass man da nicht aus Versehen raussieht. Ja. Wo bist du? Hier oben! Ach da! Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss.